Sie werden sagen, Moment, aber in diesem Vers steht El Kafirun. Was heißt El? Dieses El ist immer der bestimmte Artikel. Wie der, die, das im Deutschen. Ich sage zum Beispiel Kitabun, ein Buch. Oder ich sage El Kitabu, das Buch. Okay? Ich sage Rajulu, Rajulun, ein Mann. Ich sage Al oder beziehungsweise Ar-Rajulu heißt der Mann. Okay? Und sie sagen, hier steht El vor Kafirun, so heißt das die Kuffar. Und immer wenn El davor steht, ist das großer Kuffar. Wir sagen dann zu den Leuten, die das behaupten, erstmal, das ist natürlich jetzt etwas schwierig für euch zu verstehen, wenn ihr kein Arabisch könnt. Hier steht nicht El Kuffar, hier steht El Kafirun. Und in der arabischen Sprache gibt es einen Unterschied zwischen einem Masdar, weil Kuffar ist ein Masdar, und Kafirun ist ein Ism-Fa'il. Jam ist, und Jam Plural von einem Ism-Fa'il. Das ist nur für die, die Arabisch können. Aber damit will man sagen, es ist ein großer Unterschied und das ist, dieses Beispiel ist nicht darauf zu beziehen. Zweitens, diese Regel zu sagen, dass immer, wenn El davor steht, was ist los? Ich habe ja gesagt, Bruder, die Sache kannst du auch gar nicht verstehen, weil das mit der arabischen Sprache zu tun hat. Aber das ist für die, die es verstehen, wenn jemand Kufr, das Wort Unglaube, ist ein Masdar in der arabischen Sprache. Nennt man das Masdar. So, und Kafirun ist in der arabischen Sprache ein Ism-Fa'il. Sozusagen der Täter, der das macht, ja? Das eine ist der Täter, Kafirun, oder die Täter. Und das andere, dieser Masdar, ist so diese Quelle, wovon das Wort abstammt, ja? Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob ich eine Quelle nehme oder ob ich einen Täter habe. Für diejenigen, die das behaupten. Aber diese Widerlegung ist sowieso nur für die, die die arabische Sprache verstehen. Okay? So. Die andere Sache ist, dass dieses Beispiel, immer wenn El-Kuffer, der Kuffer steht, dass das großer Kuffer bedeutet, ist eine Regel, die wer aufgestellt hat? Die Gelehrte genannt haben, die aber nicht der Prophet gesagt hat. Der Prophet hat nicht gesagt, immer wenn ich sage El-Kuffer, ist das der große Kuffer. Was ist der große Kuffer? Der aus der Religion? Der große Kuffer ist der Kuffer, der aus der Religion rauswirft. Der kleine Kuffer, der nicht aus der Religion rauswirft. Die sagen, immer wenn Kuffer steht ohne El davor, ist es kleiner Kuffer, der nicht aus der Religion rauswirft. Und wenn El Kuffer steht, ist es großer Kuffer. Wir sagen, erstmal steht hier nicht Kuffer, sondern hier steht Kafirun. Zweitens, diese Regel mit dem El Kuffer ist großer Kuffer und Kuffer allein ist kleiner Kuffer ist was? Ist keine Regel, die der Prophet aufgestellt hat. Es ist eine Meinung von Gelehrten und die Gelehrten können sich irren. Und die haben sich geirrt, denn in dem Hadith Sahih, und den habe ich hier bei Sheikh Al-Bani, ja, Sahih Mawarid Al-Zaman ila Zawaid ibn Hibban, ja, und da hat er hier ein Hadith, und zwar, das ist der 57, das ist auf Seite 114. Ja? Und dieser Hadith heißt: Thalathun hiyal kuffar billah, shakku jayb wa niyahatu wa tanfi nasab. Und hier sagt er: El-Kuffar. Und diese Sachen hier, shakku jayb, ja, da seine Kleidung zu reißen oder den Toten und Beleidigung der Abstammungskunde, das ist alles, was? Kleiner Kuffar. Mit Ijma, das heißt Konsens der Gelehrten. Das heißt, diese Regel findet hier keine Anwendung. So. Dann, wenn er sagen würde, okay, hier ist großer Kuffer gemeint. Selbst wenn wir sagen, ja, ist großer Kuffer gemeint. Dann sagen wir, wann ist großer Kuffer gemeint? Da, wo der Herabsendungsgrund sagt, großer Kuffer. Was war der Herabsendungsgrund? Die Juden, die was gemacht haben? Tabdil. Mashallah, super. Was ist Tabdil? Dass ich ein Gesetz mit dem anderen, mit dem Gesetz Allahs austausche und behaupte, dieses Gesetz ist das Gesetz Allahs. Und das ist eine Verleugnung des Gesetzes Allahs. So. Jetzt geht's weiter. So. Koran mit Koran haben wir schon. So. Und wir sagen, es gibt im Koran, in diesem Vers, keinen Beweis für Istibdal. Was ist Istibdal? Der tauscht das Gesetz aus und sagt, das Gesetz, das ich jetzt mit dem ich herrsche, ist das falsche Gesetz, ich mache eine Sünde damit,
Das andere Gesetz ist richtig. So. Das ist, dafür gibt es hier keinen Beweis. Und der Beweis dafür ist unter anderem, wie zum Beispiel der Vers in Sure 4, Vers 48, Allah wird nicht vergeben, dass man Götter beigesellt. Und er wird vergeben, das, was darunter ist, wem er will. So, und hier haben wir das, was Imam Tabari sagt in seinem Tafsir zu diesem Vers. Und Imam Tabari ist wer, habe ich eben gesagt, der größte Tafsir-Gelehrte der Ummah. Und er sagt dir ganz klar, und Imam Tabari macht immer so, er nimmt alle Aussagen für diesen Vers. Übrigens ist hier kein einziges Mal bei seiner Aussage gemacht worden, dass irgendjemand gesagt hat zur damaligen Zeit, Istibdal ist großer Kuffer. Okay? Das wollte ich nur gesagt haben, ansonsten habe ich es übersehen. Also ich habe den Tafsir von Tabari gelesen, ich habe es nicht gefunden. Und er sagt, die stärkste Aussage über diesen Vers in Sure 5, also 5, Vers 44, wenn ich mit dem Urteil, was er da herabgesandt ist, bei das herabgesandt wurde für die Ungläubigen von den Leuten des Buches. So, dann erklärt er, warum, weshalb, wieso. Weil er sagt dann, weil der Kontext dafür spricht und so weiter. Und wie gesagt, wenn jemand daraus einen Zweifel daran hat, weil ihm etwas anderes erzählt wird, wir können ihm den Abschnitt von Tabari geben und er kann damit zu einem nicht-muslimischen Islamwissenschaftler gehen und kann ihn fragen, was Tabari sagt. Weil ich weiß schon, die Leute werden sagen, ja, Pierre Vogel hat keine Ahnung und ist sowieso so und so hin und her. Kein Problem. Wenn ich keine Ahnung habe, ich will gerne dann eine detaillierte Aussage haben. Und wir sagen jetzt zu jedem, der da draußen ist, ihr könnt uns gerne E-Mails schreiben zu den Punkten, die ich falsch gemacht haben soll. Und dann werde ich diese E-Mails alle vorlesen. Ja, aber nicht mit anderen Versen kommen, sondern mit diesem Vers. Wir bleiben erstmal bei diesem Vers, weil wir wollen die Wahrheit. Deswegen gehen wir Schritt für Schritt vor. Deswegen rufe ich jeden auf, der dieses Video sieht, alle Aussagen, die ich angeblich falsch gemacht haben soll, oder wo jemand einen Beweis findet für Istibdal, das müsste man mittlerweile verstanden haben, dann soll er mir bitte eine E-Mail schicken. So. Hier sagt er, Kiel, so wenn gesagt wird, Allah hat mit der Überlieferung allgemein alle genannt, die mit كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين. Er hat damit allgemein diejenigen gemeint, die das Buch Allahs, das Gesetz Allahs, Jahidin, was heißt Jahidin? Verleugnet haben. Verleugnet haben. Es gibt zwei Arten von Verleugnung. Einmal die Verleugnung mit was? Mit Überzeugung. Du verleugnest das, sagt zum Beispiel jemand, der Prophet ist kein Prophet und er glaubt das auch nicht, dass der Prophet ist. Der macht was? Takdib nennt man das. Und dann gibt es die Verleugnung, die sagt, die man Juhud nennt, Juhd, Jahada, Jahidin, ja? Das ist die Verleugnung, der glaubt im Herzen, der ist Prophet, aber der sagt, nee, der ist kein Prophet, obwohl er es glaubt. Was haben die Juden hier gemacht mit dem Vers? Die haben gewusst, die haben gewusst, das ist das Gesetz Allahs. Die wussten doch, die haben ja zugehalten den Vers, wo Steinigung steht, und haben einen anderen Vers gebracht. Was haben die gemacht? Die waren Jahidin, wie Tabari sagt. Die haben in ihrem Herzen den Glauben. Und ihr werdet sehen, die anderen Leute werden nicht kommen mit, was ist Takdib, was ist Juhd und so weiter und so fort. Juhud, was ist das? Ja, diese Sachen. Damit werden sie nicht kommen. So, und hier sagt, steht im Koran, wird das auch bewiesen dafür, diese Aussage. Jahadu biha. واستيقنتها أنفسهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. Das heißt, das ist in Sure Naml, das ist die 27. Sure, Vers 14, und sie verleugneten es, obwohl sie selbst davon überzeugt waren. Sie verleugneten es, obwohl sie selbst davon überzeugt waren. Wie zum Beispiel Iblis. Der weiß ja selbst, der weiß, dass Allah der Gott ist, dass er ihm eigentlich gehorcht, aber der verleugnet es, der will nicht. Okay? So. Also, das heißt, er sagt nochmal, hier wird gemeint ein Volk, die das Urteil Allahs in seinem Buch leugnen. In was? Jahidin, Juhud. Ja, was ist das? Das heißt, du machst das, du bist innerlich überzeugt, aber du machst das, du sagst, nee, ist das nicht. Okay?
So. Und dann sagt er, verachbare anhum ennahum bitarkimul hukum. Das heißt, dann sagt er, dass die, weil sie dieses Urteil verlassen haben, ala sabili ma tarakuhu, nach dem Weg, wie sie es verlassen haben, was sind? Kuffar sind. Kafirun sind. Also nochmal, Imam Tabari sagt genau das, was wir sagen, dass diese Leute Kuffar sind, weil sie das Gesetz auf diese Art verleugnet haben. Wie haben sie es verleugnet? Sie haben gesagt, nee, anderes ist das Gesetz Allahs. Aber heute die Führer sagen nicht, dass ihr Gesetz das Gesetz Allahs ist oder dass ihr Gesetz besser ist. Wenn sie das sagen, sind sie Kuffar. Sondern die urteilen mit einem anderen Gesetz. Und es gibt genügend Führer, die ganz klar sagen, Scharia ist das beste Gesetz. Und sagen, wir können das nicht 100% einführen. Brauchst du nur in einige Länder auf dem afrikanischen Kontinent, die etwas südlicher sind als Ägypten, brauchst du nur mal zu fragen. Beispielsweise. Ja? Okay. وَكَذَلِكَ الْقَوْلِ فِي كُلِّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ جَاحِدًا بِهِ هُوَ بِاللَّهِ كَافِرٌ. Und so ist jeder, der das nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht, indem er es auf diese Art verleugnet, جَاحِدًا بِهِ, ja, كَافِرٌ. Genau das, was wir sagen. Das heißt, dieser Vers ist was? Laut Imam Tabari ein Beweis für, dass Tabdil großer Kuffer ist, aber kein Beweis für was? Istibdal. Okay? Jetzt kommen wir zum nächsten. Qurtubi. Imam Qurtubi sagt in seinem Tafsir genau dasselbe. إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. Das heißt, wenn er mit dem urteilt, was bei ihm ist, so als wenn es von Allah ist, so ist es Tabdil und das ist großer Kuffer. Ja? Und dann sagt er hier, dann erwähnt er diese ganzen Aussagen und dann sagt er hier, es ist allgemein hier amatun fi kulli man lam yahkum bima anzal Allah min al-muslimin wal yahud wa kuffar ay mu'taqidan dhalika. Das heißt, wenn er das glaubt, das heißt, dass dieses Gesetz besser ist, oder istihlal macht, der glaubt, dass es erlaubt für ihn, damit zu herrschen. Ja? Dann sagt er weiter, fa'amma, guck mal jetzt, hört mal zu, was Qurtubi sagt. Qurtubi ist einer der größten Tafsirgelehrten. Heute gibt es einige Verrückte da draußen, die sagen, wenn ich alle Führer zum Kafir erkläre, ist selber Kafir. Alhamdulillah, der eine alte Kollege hat mittlerweile diese Aussage zurückgenommen, da sind wir schon mal sehr froh drüber. Kannst du dir das vorstellen? Achi, du musst also jetzt irgendjemand zum Käfer erklären, wie heißt der Präsident von, wie heißt der König oder Präsident von Somalia, wie heißt der? Kennt er seinen Namen? Von Somalia, wie heißt der? Siehst du? Sharif Sheikh Omar heißt der. Du musst aber jetzt laut denen ihre Aussage zum Käfer erklären, musst du jemanden zum Käfer erklären, den du gar nicht kennst. Was haben wir gesagt, wenn ein Muslim in großen Kuffer fallen würde? Darfst du ihn erst zum Käfer erklären, nach was? Wie Ibn Taymiyyah sagt, Iqamat ul-Hujja wa Izalatu Shubha. Das sollen sie uns mal zeigen, wie sie das bei dem gemacht haben. Wer weiß, wie der von Sudan heißt? Omar al-Bashir oder so heißt er. So, der, komm, zeig mir mal, wie du bei ihm Iqamat ul-Hujja gemacht hast oder wer das gemacht hat und Izalatu Shubha. Jetzt sagt er hier weiter, فَأَمَّ كُرْتُبِيَا فَأَمَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّهُ رَاكِبٌ مُحَرَّمٌ فَهُوَ مِنْ فُسَاكِ الْمُسْلِمِينَ وَعَمْرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Das heißt, wer das aber macht, das heißt, wer mit einem anderen Gesetz herrscht und er glaubt, dass er eine Sünde macht, رَاكِبٌ مُحَرَّمٌ, das heißt, der trifft auf eine Sünde, was ist das? So ist, gehört er zu den Fusak. فَأُولَيْكُمُ الْفَاسِكُونَ. Zu den Frevlern der Muslime und seine Angelegenheit ist für Allah. Klarer Fall, das ist das, was er sagt. Jetzt sagen diese Leute, Moment, wenn er es in einem Gesetz macht, ist er Fasik. Wenn er es aber in den meisten Gesetzen macht, ist er Kafir. Wir sagen zu dem, wenn einer einmal Zina macht, ist er Fasik. Und wenn er zweimal Zina macht, ist er Fasik. Und umso mehr er Zina macht, umso schlimmer wird sein Fisk, aber es wird ihn niemals dazu bringen, Kafir zu werden. Das heißt, wir würden gerne von euch die Regel kennen,
wie ihr dazu kommt, zu sagen, wenn er es in einen, zwei oder in einigen Gesetzen macht, ist er Muslim, aber wenn er es in den meisten macht, ist er Kafir. Das würde ich gerne wissen. Das ist genau das, was die Leute sagen. Und man muss zugeben, es gibt große Gelehrte, die das gesagt haben. Aber... Welche große Gelehrte sagen das denn? Ja, man muss natürlich auch den Kontext wissen. Und guck mal, es gibt immer jemanden, der etwas sagt. Verstehst du? Zum Beispiel, hier haben wir ein Buch, das heißt Tahkim al-Qawaneen. Und das ist von einem großen Gelehrten, Rahimullah, der heißt Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh. Das war früher der Mufti von Saudi-Arabien. Aber heutzutage, Nachfahren von ihm, ja, wie zum Beispiel hier, ja, Sheikh Muhammad ibn Hassan ibn Abdullah, Muhammad al-Sheikh, ja, so, Entschuldigung, ja, also, Entschuldigung, ich habe mich jetzt vertan, weil das ist in Kalligrafie geschrieben. Muhammad ibn Hassan ibn Abdirrahman al-Sheikh, ja, zum Beispiel, der auch von dieser Familie ist und von diesen Dings. Er sagt, nee, verstehst du, die haben dieses andere Buch, wo die Sache widerlegt wird auch. Dieses Sage, Hukm bi Ghayri ma anzalallah, ja, verfasst und Takdim gemacht, empfohlen. Ja. Das heißt, die Sache ist klar. Wenn man detailliert an die Sache rangeht, jetzt schon können wir aufhören mit der Diskussion. Aber da die Leute hartnäckig sind, weil ihr müsst euch vorstellen, Brüder, diese ganze Mobilisierung, diese Leute haben die Vorstellung, der Weg zum Sieg ist, man muss diese Führer, nicht alle, man muss die Führer platt machen und dann kommt der Sieg von selber. Verstehst du? Und wenn dann einmal die Scharia richtig herrscht, dann wird das Hähnchenschnitzel halal geschlachtet, durch die Luft fliegen und alles ist Friede vor der Eierkuchen. Aber Fakt ist, die Geschichte zeigt, dass es nicht so ist. Natürlich ist die Scharia das beste Gesetz. Natürlich ist es für einen Muslim nicht erlaubt, mit einem anderen Gesetz als der Scharia zu herrschen. Das ist ein ganz klarer Fall. Wir wollen das auch gar nicht kleinreden. Ja? Wir wollen das nur in den richtigen Rahmen setzen. Aber aus welchem Grund haben die Muslime die Scharia in den meisten muslimischen Ländern verloren? Weil sie den Islam nicht praktiziert haben. So, jetzt sagst du, die Muslime praktizieren den Islam nicht, weil es keine Scharia gibt. Also müssen wir die Scharia einführen, dann wird es wieder Islam praktiziert. Wir sagen, die Muslime haben die Scharia verloren als Ursache, weil sie den Islam nicht richtig praktiziert haben. Das heißt, das Wichtige an der ganzen Sache ist die Dauer und das richtige Verständnis in erster Linie. Selbst wenn du irgendwo mit Gewalt die Scharia einführst, ist das keine Garantie dafür, dass danach, dass in 20 Jahren immer noch so ist. Natürlich auch nicht, wenn man es anders schafft. Und wie gesagt, ich will auch nicht alle Sachen auf alle Themen eingehen. Aber was ich sagen will ist, und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass dieser Aufruf etwas ganz Gefährliches ist, weil hier dazu aufgerufen wird, dass Millionen von Leben von Muslimen aufs Spiel zu setzen. Und das ist eigentlich der Punkt. Da gab es ein Buch hier in Deutschland, auf Deutsch übersetzt, die nicht erfüllte Pflicht, wo ganz klar dazu aufgerufen wird, und das ist der Madhab von Khawarij, ganz klarer Fall, ja? Die Leute, die in der Polizei arbeiten, die in der Armee arbeiten, mit platt zu machen. Das sind die Gründe, warum in Saudi-Arabien Anschläge passiert sind. Und Leute, die leider wenig Verständnis von der Religion haben, dort Bombenanschläge gemacht haben auf Muslime und diese zu Kuffar erklärt haben, weil sie gesagt haben, der Prophet a.s. hat befohlen, dass die Juden und Christen von der Jaziratul Arab rauszuschmeißen. Ist das ein Grund, den König zum Käfer zu erklären? Ist das ein Grund, dass man diejenigen, die da in der Polizei arbeiten, zum Käfer erklärt? Aber das ist der Madhab von Khawarij, ist das. Und übrigens, dieser Hadith mit Achrij al-Mushrikin min Jazirat al-Arab. Die Erklärung ist davon auch, dass diese Mushrikin in der Jazirat al-Arab nicht
zu den sozusagen zu den richtigen Bürgern gehören sollen. Aber nicht, dass da nicht irgendjemand arbeiten kann oder eine längere Zeit dort verweilen kann. Das ist damit gar nicht gemeint. Das ist also schon wieder ein falsches Verständnis wegen oberflächlichen Verständnis von Koran und Sunna. Das heißt, wir haben Qurtubi, wir haben Tabari und ich habe keinen gesehen, der irgendwo gesagt hat, dass Istibdal großer Kuffer ist von den Gelehrten der ersten 600 Jahre. Man kann es mir gerne bringen. So. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben mit der Sunna schon geredet. Die Sunna deutet nur auf was hin? Der Herabsendungsgrund, dass diese Tabdil, das heißt auswechseln und behaupten, das wäre das Gesetz Gottes Kuffer ist. Und nicht auf Istibdal. Weil du, wenn du sagst, der Muslim ist Käfir, brauchst du einen Beweis dafür, dass er Käfir ist. Nicht andersrum. Okay, das heißt, der Koran mit Koran deutet auf was anderes hin. Der Koran mit Sunna deutet nicht auf Istibdal hin. Das heißt, derjenige, der das Gesetz auswandert, das, was ich eben gesagt habe. Ihr wisst, was Istibdal ist. Was ist das, Istibdal? Jetzt? Das Buch weglegen und ein anderes Buch. Das Gesetz mit einem anderen Gesetz ausführen, aber sagt, das andere Gesetz ist falsch und so weiter. Vorträge sind für Leute, die die Wahrheit wollen. Ja. Also, wie gesagt, Tabdil war das, was die Juden gemacht haben. Das, was Tabari erwähnt, das, was Ibn Qurtubi erwähnt, ja. Und Istibdal ist, dass er auswechselt und sagt, das Gesetz Allahs ist das richtige Gesetz, das Gesetz, was ich eingesetzt habe, ist das falsche. Okay. Jetzt weiter. Jetzt gehen wir zu den Aussagen von den Sahabern. Wir haben gesagt, weil die Herangehensweise ist Koran mit Koran. Wir haben gesagt, deutet nicht auf was hin, das Istibdal, das, was die Führer von heute machen, großer Kuffer ist. Zweite Sache ist Koran mit Sunna, der Sebab und Nuzul, der Grund, warum es herabgesendet wurde, mit den Juden, deutet nicht auf Istibdal hin. Das heißt, jemand, der austauscht und sagt, das Gesetz, was ich austausche, ist ein falsches Gesetz und so weiter. Das bessere Gesetz ist das Gesetz Allahs. Jetzt, Sahaba, Ibn Abbas. Ibn Abbas sagt, und hier haben wir Aussagen ohne Ende von Ibn Abbas, der sagt, Laysa al-amru kama tadhunnu wa innama kufrun duna kufr. Die Angelegenheit ist nicht, wie er denkt, sondern es Kufr duna Kufr. Was heißt Kufr duna Kufr? Kleiner Kufr. Über diesen Vers. Sein Schüler Tawus sagt kleiner Kufr. Mujahid von den Tabi'in, von seinen Schülern, sagt kleiner Kufr. Diese Leute sagen alle kleiner Kufr. Ata, diese ganzen Leute, Sahaba und Tabi'in, diese Leute sagen alle kleiner Kufr. Jetzt kommen diese Leute natürlich und sagen, Moment. Moment. Diese Aussage von Ibn Abbas ist daif. Ist schwach. Das heißt, die wird nicht akzeptiert. Dann sagen wir erstmal, selbst wenn die nicht akzeptiert wird, so deutet schon Koran darauf hin, dass das nicht Istibdal Kufr, sondern Tabdil. Und die Sunna deutet darauf hin, dass das kein großer Kufr ist. Das heißt, zu Ibn Abbas seine Aussage gehen wir nur über, um die Sache noch fester zu legen. Alles verstanden, ja? Wir brauchen die Aussage von Ibn Abbas gar nicht, um diesen Vers zu interpretieren. Aber der sagt auch nochmal, das ist kleiner Kufr. Punkt 1. Punkt 2 ist, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Imam Ahmed, Imam Bukhari, alle Leute akzeptieren die Aussage von Ibn Abbas. Und jetzt kommst du und sagst, die Aussage ist schwach. Und ich kann das mal hier vorlesen. Ja, hier ist Ibn Taymiyyah, Majmu' Fatawa, Band 7, Seite 312. Sagt er, Innahu yakuna fi imam wa kufr. Laysa huwa al-kufr alladhi yankilu an al-milla, kama qala Ibn Abbas wa ashabu fi qawlihi ta'ala, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaikum kafirun. Qalu kufrun kafaru kufran la yankiru an milla. Ja, das heißt, wakat itaba'hum ala dhalik Ahmad ibn Hanbal wa ghayruhu min a'immat as-sunnah. Das heißt, er sagt hier ganz klar, Ibn Taymiyyah sagt hier in Band 7 Seite 312, ja, es ist nicht der Kufr, der aus der Religion rausbringt, so wie Ibn Abbas gesagt hat und seine Gefährten über die Aussage, man lam yahkum bima anzalallahu fa lakum kafirun. Wer nicht mit dem urteilt, was Allah herabgesandt hat, sind die Ungläubigen. Und die haben gesagt, die haben einen Kufr begangen, der nicht aus der Religion rausbringt. Und ihnen gefolgt hat,
Ahmed ibn Hanbal und andere von den Immer der Sunna, von den großen Gelehrten der Sunna. Dann Ibn Taymiyyah. Also ich kann hier so viele Aussagen bringen. Hier Ibn Taymiyyah gibt es dreimal. Einmal in Band 7, Vers Seite 350 und Band 7, 522, wo dasselbe sagt. Waqad dhakara dhalik Ahmed wa Bukhari. Also auf Seite 7 und 522 sagt er, dass Bukhari und Ahmed ibn Hanbal das erwähnt haben. Ja? Und dann sagt er, Kufrun duna Kufr, das ist auf Band 7, Seite 350, Kufrun duna Kufr, hadha qawl a'matu salaf. Also das ist die Aussage von der Allgemeinheit der Salaf, also der ersten drei Generationen, die Allgemeinheit. So, dann sagt er, Madarijus Salikin, ja, Madarijus Salikin, Band 1, Seite 345, sagt Ibn al-Qayyim, ja, Anil Kufr al-Asra, hadha ta'wil Ibn Abbas wa amatu sahaba fi qawli ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu falaykun kafirun. Das ist die Erklärung von Ibn Abbas und der Allgemeinheit der Gefährten über die Aussage wa man lam yahkum bima anzalallahu falaykun kafirun. Madarijus Salikin, Band 1, Seite 345. Also, Bukhari, Ahmed ibn Hanbal, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah akzeptieren diese Aussage. Und hier das Buch, Tahkim al-Kawanin, woraus sich die Leute immer beziehen, akzeptiert die Aussage auch. Hier, auf der letzten Seite von seinem Buch, auf der letzten Seite von seinem Buch, womit hier bewiesen werden soll, da schreibt er, das ist auf der letzten Seite, das kann jeder finden, das ist ein ganz... Das ist ein 20-Seiten-Heftchen, ist das. Das sind 20 Seiten. وَقَدْ تَقَدَّمَا أَنَّ تَفْسِيرَ إِبْنَ عَبَاسِ لِكَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكُمْ الْكَافِرُونَ. Ja? So, قَدْ شَمَلَ ذَلِكَ الْقِسْمْ وَذَلِكَ فِي قَوْلِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْآيَةِ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٌ وَقَوْلُ عَيْدٍ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ. Das ist kleiner Kufr und nicht der Kufr, zu dem ihr geht. Er sagt, diese Abteilung, weil er redet jetzt hier von dem Richter, der in einer Sache das macht. Er sagt hier, Al-Qism al-Thani, min qismay kufr al-Hakim bighayri ma anzalallah, huwa alladhi la yukhriju min al-Millah. Ja? Also das, was nicht aus der Religion rauswirft, sagt er hier, das ist die Aussage von Ibn Abbas, wenn ein Richter in einer Sache nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht. Punkt. Das heißt, wir haben die Aussage des Sahaba, ach ja, es geht noch weiter, Entschuldigung. Außerdem, was diese Leute machen, also wir haben einmal gesagt, selbst wenn, Koran und Sunna, weil die sagen, diese Aussagen sind daif. Wir sagen erstens, selbst wenn, brauchen wir die Aussagen gar nicht. Die sind nur noch um unsere Yakin, um unsere Sicherheit, Gewissheit in dieser Sache noch zu bestätigen. Zweitens, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ahmed, Bukhari, die Allgemeinheit der Sahaba und Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh akzeptieren alle diese Aussage von Ibn Abbas. Das heißt, wieso kommst du darauf, diese Aussage als daif auszugeben? Warum? Du willst mobilisieren. Und für dich ist das Einfachste zu sagen, das ist daif. Und er nimmt sich eine Überlieferungskette, die daif ist, und lässt die anderen Shawahid, das heißt die Zeugen, sozusagen, die diese Sache verstärken, und die Überlieferungsketten, die stark sind, lässt er aus. Was nennt man das? Itiba'ul Hawa nennt man das. So, dann nehmen sie eine Überlieferung, komischerweise, wo nicht kleiner Kufr ist, sondern hier bi Kufr. Das kann man so als kleiner, als großer Kufr verstehen. Und da wollen sie sagen, ja, guck mal, er hat doch einmal gesagt, das ist Kufr. Wir sagen, selbst wenn das so wäre, dann würden wir es als Tabdil verstehen, weil wir dann auf den Grund der Herabsetzung, auf den Sebab al-Nuzul zurückgehen. Zweitens, der Tafsir vom Tabi'i, der das überliefert. Der Tabi'i ist der mit dem Sahaba zusammen war, mit dem Gefährten, mit dem Sahabi. So, wenn der Tabi'i jetzt erklärt, was er ihm gesagt hat, dann weiß der Tabi'i natürlich am besten, was ihm gesagt wurde. Wenn mir jetzt ein Lehrer etwas erzählt, ich weiß am besten, was der Lehrer damit gemeint hat, weil ich den Kontext verstanden und weiter. Und Tawus erklärt ganz klar, dass hier mit kleiner Kufr gemeint ist. So. Dann, guck mal, Ibn Tawus überliefert eine Überlieferung, wo steht, Leisa kamen kafara billahi wa rasuli wa yawm al-akhir. Okay, Makol, ja? Dieser Kufr
ist nicht wie der Kuffer, wie jemand, der nicht an Allah und den jüngsten Tag und nicht an den Gesandten glaubt. Da wollen sie sagen, ja okay, wenn man nicht an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das ist ein ganz schlimmer Kuffer, aber hier ist damit gemeint, dass er trotzdem großer Kuffer ist. Wir sagen erstmal, selbst wenn, dann würde es auf den Sebab al-Nuzul, auf den Grund der Herabsendung hinweisen, das wäre Tabdil. Tabdil, ja. Zweitens, ist das ganz klar Spielerei mit der Aussage, weil die Aussage dann theoretisch gar keinen Sinn hat. Drittens, Tawus selber erklärt das als was? Als kleinen Kuffer. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass alle Dinge, alle Verdrehungen, die gebracht werden, um diesen Vers für sich zu instrumentalisieren, um gegen die, um ein Blutbad anzurichten, dass alle diese Beweise nichts bringen. Jetzt kommen Sie mal in einer anderen Aussage von Ibn Mas'ud. Und Ibn Mas'ud ist auch ein Gefährte des Propheten. Er sagt, Dhalik al-Kufr. Dies ist Al-Kufr. Al-Kufr. Und dann sagen Sie, guck mal, Ibn Mas'ud sagt das. Dann sagen wir erstmal, wenn Ibn Mas'ud das sagt, wieso nehmt ihr das von Ibn Mas'ud, aber nicht das von Ibn Abbas? Dann sagen wir zu ihnen, welche Herangehensweise geht man? Ich rede nicht von jedem. Ja? Es gibt einige Leute, die so Dinge. Ich glaube nicht, dass die Leute, die ich letztens kritisiert habe, so denken. Ich weiß es nicht. Ja? Lau Adam. Ja, weil viele Leute fühlen sich halt angesprochen. Soll sich eigentlich nur derjenige angesprochen fühlen, der sich angesprochen fühlen muss. Also bitte fühlt euch nicht angesprochen. So, wir sagen dann zu diesen Leuten, was ist die Herangehensweise, wenn sich zwei Aussagen widersprechen? Bei Ahl-Sunnah wal Jama'ah. Weil ihr wollt doch den Manhaj von Ahl-Sunnah wal Jama'ah folgen, nicht den Manhaj der Khawarij. Aber ihr zeigt uns ganz eindeutig, dass ihr euren Gelüsten folgt. Ihr wollt unbedingt sagen, der ist Kafir. Ihr geht weder auf Hinderungen des Takfirs ein, Mawani'u Takfir, noch geht ihr auf den Sebab al-Nuzul detailliert ein, den Grund, warum der Vers herabgesandt wurde, noch geht ihr auf andere Koranverse ein, noch geht ihr auf andere Hadithe ein, noch geht ihr auf Aussagen der Sahaba ein, außer dass ihr erzählt, die wären schwach, wo die Großen da immer des Islams akzeptiert haben. Das heißt, wir sehen bei euch nur Ittiba und Hawa. Gelüstenfolge. Jetzt. Zu dieser Sache, Ibn Mas'ud, was ist die Herangehensweise von Ahl-Sunnah wal Jama'ah, wenn sich zwei Aussagen widersprechen? Offensichtlich. Er sagt Dhalikul Kufr und er sagt kleiner Kufr. Erste Sache ist, man versucht diese zwei Aussagen zusammenzubringen. Man sucht diese zwei, was? Jam. Jam, genau. Ey, du bist ein cooler Typ, Mann. Was, von wem machst du das? Alhamdulillah. Der ist immer viel mit mir im Auto unterwegs. Alhamdulillah, freut mich. Was kommt danach? Was zum Schmeißen? Danach guckt man, ob vielleicht eine Aussage Nasikh und die andere Mansuch ist. Vielleicht eine abrogierend und eine abrogiert. Das heißt, dass es zuerst eine Regel gab, die nachher abrogiert wurde. Aber das ist eine aktive Sache, deswegen ist das unwahrscheinlich. Ja? Die dritte Sache ist, dass man Tarjih macht. Tarjih heißt, dass man eine Sache bevorzugt sozusagen, weil zum Beispiel die Überlieferungskette stärker ist. Solche zwei Hadithe widersprechen sich. Die haben beide eine starke Überlieferungskette, aber die eine Überlieferungskette ist noch stärker, weil die Überlieferer darin noch stärker sind vom Verständnis her und so weiter. Zum Beispiel eine ganz starke Überlieferungskette ist Imam Malik an Nafi an Ibn Omar. Es gibt das eine Stärke. Oder der andere Hadith hat mehrere Überlieferungsketten, wie hier von Ibn Abbas. Es gibt viele Überlieferungsketten. Der war also demnach wahrscheinlich schon stärker. Diese Sache bin ich jetzt nicht nachgegangen. Weil man von vornherein schon Jam machen kann. Man kann die Aussage von Ibn Mas'ud und die Aussage von Ibn Abbas zusammenbringen. Erstens, auf zwei Wege. Indem wir sagen, Dhalik al-Kufr, dies ist der Kufr, dass Ibn Mas'ud das als kleinen Kufr gemeint hat. Weil wir haben eben gesagt, dass nicht das El-Kufr nicht immer kleiner Kufr ist. Das ist erste Sache. Ich weiß jetzt schon, die Leute werden sich jetzt auf diese Aussage von mir stürzen. Weil die Herangehensweise von diesen Leuten ist immer, wenn man ein Video bringt mit 10.000 Beweisen, dann nehmen sie einen Beweis von mir, den sie widerlegen können, den nehmen sie dann und tun so, als wenn das ganze Video widerlegt hätten. Müsst ihr darauf achten, ich weiß das jetzt schon. Deswegen sage ich jedem, schickt mir eure Antworten und ich werde darauf eingehen.
Jeden Punkt, den ich gebracht habe, bitte widerlegen. Ich bin bereit und ich bin sofort bereit, eure Meinung zu akzeptieren. Wenn man mir einen Beweis für Istibdal bringt, in der Sure 5, Vers 44. Auf die anderen Verse im Koran, die ihr benutzt, wie Sure 4, Vers 60, Sure 4, Vers 65, werde ich inshallah in den nächsten Sitzungen eingehen. So. Die zweite Sache wäre, dass man sagt, das, was Ibn Mas'ud meint, wie Velikul Kufr, dass das was ist? Dass das der Tabdil ist. Das ist der Kufr, das, was die Juden gemacht haben. Ansonsten müsste man die Aussage von Ibn Abbas bevorzugen, weil es mit dem Herabsendungsgrund übereinstimmt, weil es die Erklärung des Verses von der Sunna übereinstimmt, weil es mit anderen Koranversen übereinstimmt und weil es auch mehrere Überlieferungsketten gibt und auch von seinem Gefährten so weitergegeben wurde. Deswegen ist es zu bevorzugen. So. Nehmen wir mal an, es wäre doch so, dass es großer Kufr wäre, müssen wir gucken, ob diese Person vielleicht eine Ausrede hat. Und hier sagt Ibn Taymiyyah, das muss man sich mal durchlesen hier, er sagt, An-Najashi, huwa wa in kana malik al-Nasara, falam yuti'u qawmu fi dukhuli fi al-Islam, bel, und so weiter, wa nahnu na'lamu qatan annahu lam yakun yumkinuhu an yahkuma baynahum bi hukmi al-Quran. والله قد فرض على نبي بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم إلا بما لا يحكم إلا بما أنزل الله وكثير ما يتولى الرجل بين المسلمين وتتار قاديا بل إماما وفي نفس أمور من العدل يريد أن يعمل به فلا يمكن ذلك يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه من ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Er sagt hier Ibn Taymiyyah, dass der Najashi, obwohl der König der Christen war, ich gebe das grob wieder, worum es geht, dass die Leute ihm nicht gehorcht haben und nicht mit ihm in den Islam eingetreten sind und dass er nicht mit dem Gesetz Allahs herrschen konnte, obwohl dem Propheten schon befohlen wurde, auch unter den Leuten von Ahlul Kitab, mit dem Gesetz Allahs zu herrschen. Und dann sagt er, und es kommt oft vor, dass zum Beispiel eine Person Richter wird zwischen den Muslimen oder den Tatar oder sogar Führer und der hat Dinge von der Gerechtigkeit und kann nicht danach handeln, weil es Leute gibt, die ihn daran hindern. Und dann sagt er, وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Und Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Dann könnte es sein, dass ein Führer in einem islamischen Land an die Macht kommen kann. Stell dir jetzt mal vor, es ist zum Beispiel eine Wahl. So. Du weißt genau, wenn die anderen an die Macht kommen, da werden die für die Muslime ganz schlecht sein. Und du kannst, wenn du an die Macht kommst, für die Muslime was Gutes bewegen. Wie zum Beispiel in der Türkei Erdogan, beispielsweise. So, dann fragen wir, was ist der Sinn der Scharia? Zu den Makasse von Scharia gehört Jalbul Masalih. Das heißt, das Gute bringen und das Schlechte abwehren. Das heißt, was ist besser, wenn du etwas Gutes bringst und etwas Schlechtes abwehrst oder wenn du nichts Gutes bringst, wenn ein anderer an die Macht kommt, der bringt nichts Gutes und der bringt nur Schlechtes. Was ist näher an der Scharia? Der andere ist näher an der Scharia, der kann vielleicht nicht mit dem Gesetz Allahs herrschen. Wir sagen jetzt nicht unbedingt, dass das richtig ist, was er macht, aber man kann doch eine Person, die so denkt, nicht zum Käfer erklären. Weil er denkt, dass es besser ist, wenn er an der Macht ist, als wenn irgendjemand anderes an der Macht ist. Weil das ja näher an der Scharia ist, was er bringt. Okay? Das ist wie gesagt der Punkt. Und ich sage jedem, man kann gerne uns E-Mails schicken, ich werde die vorlesen, mit den Widerlegungen der Punkte, die ich genannt habe. Weil es gibt ja einige Leute, also viele von denen, die heute so drauf sind, sehr viele, die haben wirklich absolut, also die sind keine Araber, sehr viele heute hier in Deutschland sind keine Araber, denen ist irgendwas erzählt. Ich habe viele gesehen, Achi, die können nicht punkten, stehst du mit guten Taten und mit dieser Masche wirst du von 0 auf 100 zum Gelehrten. Ja? Das heißt, du erklärst einfach alle Gelehrte zu Palastgelehrte,
alle Führer zu Käfir, dann bist du größte für der auserwählten Elite. Da gibt es viele von, die so drauf sind und das gefällt denen. Sind auf einmal alle Kuffar geworden, außer wir. Wir sind die kleine Gruppe. Und damit reden die sich dann selber froh.